Virtuelle Konferenzen und Meetings sind ja schön und gut, aber das Persönliche, die Vertrautheit, die bleibt bei so einer Kameralinse echt auf der Strecke. Und das ist ein Problem. Wenn du das auch als Problem empfindest, dann ist dieses Video hier genau für dich, denn hier gibt es ganz konkrete Tipps, was du tun kannst, um in deinen virtuellen Arbeitsbeziehungen ja doch so ein bisschen was von der Vertrautheit zu retten oder vielleicht auch wieder herzustellen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videokanal. Hier gibt es regelmäßig einmal pro Woche Tipps zur Karriere, zur Führung, zur Zusammenarbeit. Ich bin Stefanie Voss und wenn du solche Tipps für deine Arbeit gut brauchen kannst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Was waren das noch für Zeiten, wo wir vom Konferenzraum zurückgegangen sind zum Büro, gemeinschaftlich noch kurz geplaudert haben, uns mal kurz auf die Schulter geklopft haben und die ganz spannenden Informationen, ja, die gab es meistens bei solchen Gesprächen zwischen Tür und Angel. Die Kaffeeküche im Büro war das Kommunikationszentrum. Und die Kaffeeküche ist eben jetzt weg, beziehungsweise in der Pandemie hat halt jeder seine eigene Kaffeeküche. In der virtuellen Zusammenarbeit, naja, da fehlt eben diese Möglichkeit, sich mal ganz kurz informell auszutauschen und mal eben jemanden anrufen. Ich kenne ganz viele Menschen, die verabreden sich nur noch für Telefonate. Und das spontane Gespräch, was eben in der gemeinschaftlichen Zusammenarbeit in einer Räumlichkeit möglich ist, das ist jetzt weg. Die informelle Kommunikation ist super wichtig. Und gerade wenn du in einer Führungsrolle bist, dann solltest du unbedingt darauf achten, mit deinen Mitarbeiterinnen und deinen Mitarbeitern die informelle Kommunikation, diesen persönlichen sozialen Schmierstoff, so nenne ich das gerne, den solltest du pflegen. Denn in diesen Gesprächen zwischen den Gesprächen, da erfährst du wirklich, wie geht's dem Menschen, der mir da gerade gegenübersteht? Was beschäftigt den? Was bewegt den? Was macht den glücklich? Was macht ihm aber auch Sorgen? Und die Informationen, die brauchst du, um gut führen zu können. Wenn Vertrautheit verloren geht, dann ist das sozusagen schon mal der Nährboden für wunderbar viele Konflikte. Und genau das merken eine Reihe von Organisationen nach mehreren Monaten in virtueller Zusammenarbeit. So schön und praktisch das alles ist. Und natürlich wissen wir, dass soziale Distanzierung eben in Sachen Virusübertragung riesengroße Vorteile hat. Für unsere menschliche Zusammenarbeit ist das einfach nicht gut, wenn wir uns nicht physisch gegenüber sitzen oder gegenüberstehen. Denn was passiert, wenn die Vertrautheit verloren geht? Ja, dann bekommen wir immer mehr Missverständnisse. Es ist ja so schon ziemlich einfach, sich misszuverstehen. Ja, einer sagt irgendwas, ein komischer Blick und sofort geht mein Kopfkino an. Hä, was denkt der denn jetzt oder was soll denn dieser komische Satz? Also Missverständnisse sind schon im normalen Arbeitsumfeld oder im normalen Lebensumfeld super selbstverständlich. Und wenn wir uns dann nur noch digital und durch eine Kameralinse sehen, ja, dann ist es noch viel einfacher, Missverständnisse zu produzieren. Jeder sitzt irgendwie in seinem eigenen Saft, in seinem eigenen Homeoffice, mit seiner eigenen Situation zu Hause und da braucht nur so eine ganz, ja, nebensächliche Bemerkung zu kommen und zack, mein Kopfkino springt an und ich denke, hä, was sollte das denn jetzt? Was war das denn jetzt für ein blödes Wort oder für ein bescheuerter Satz? Und dann fange ich an, da drauf rumzukauen und dann ist das virtuelle Meeting auch schon beendet und dann sitze ich da und dann ärgere ich mich weiter und dann spreche ich vielleicht noch mit meiner Partnerin oder meinem Partner darüber und ärgere mich noch mehr und zack, bin ich mitten im wunderbarsten Konflikt. Und hätten wir in einem Raum gestanden oder gesessen, dann hätte ich vielleicht direkt einen komischen Blick zurückgeworfen, der wäre auch sofort angekommen. Und dann hätte vielleicht meine Kollegin oder mein Kollege direkt gesagt, ach komm du, war gar nicht so gemein, Entschuldigung. Und das Ganze hätte sich aufgelöst.
Das Auflösen, das ist eben über die Kamera ja schwer. Dafür muss ich es erstmal mitbekommen, dass ich jemanden getroffen habe. Und wenn wir uns nur noch in so ganz kleinen Bildchen sehen, womöglich auch noch irgendwie 10, 12 Leute nebeneinander in einem Zoom-Raum oder einem MS-Teams-Raum oder was immer es ist, ja, wie gesagt, dann ist der Nährboden für Konflikte, für Missverständnisse, der ist riesig. Und der wird immer größer, je weniger wir miteinander vertraut umgehen. Was können wir also tun, um unsere Vertrautheit trotz all dieser räumlichen Distanzierung irgendwie zu bewahren oder wieder ein bisschen, ja, enger zu machen? Die Antwort ist furchtbar kompliziert formuliert, eigentlich ganz einfach. Wir müssen den informellen Kontakt formalisieren. Informellen Kontakt formalisieren. Was meine ich damit? Informelle Kommunikation, informelle Kontakte, die gibt es eben zuhauf, wenn wir in einem Gebäude arbeiten, wenn wir uns ständig über den Weg laufen. Und das tun wir gerade nicht, also müssen wir quasi formal dafür sorgen, dass wir uns begegnen. Und zwar begegnen und austauschen außerhalb der klassischen Arbeitsthemen, Agenda-Punkte, To-Do-Listen und so weiter und so fort. Genau das, was wir eben auf dem Weg vom Parkplatz zum Bürogebäude, auf dem Weg zur Kantine, in der Damen- oder Herrentoilette, alles das, was da an Gesprächen stattfindet, was nicht super, super fokussiert auf ein Thema ist, dieses Informelle, das muss in der virtuellen Zusammenarbeit ein Stück weit formalisiert werden, damit es stattfinden kann, damit es einfach Raum bekommt. Und es gibt ganz konkrete Dinge, die du dafür tun kannst, damit das Formalisieren der informellen Kontakte funktioniert. Schritt Nummer 1, dazu habe ich schon mal ein separates Video gemacht, das ist das Thema Spazierengehen. Ja, sagte mir jetzt letztens eine Führungskraft, Spazierengehen, aber beim Spazierengehen, da kann ich ja gar keine To-Do-Liste abarbeiten, da kann ich keine Excel-Dateien besprechen. Genau. Und deswegen ist Spazierengehen super für den informellen Kontakt, weil ich nämlich da ein Stück weit gezwungen bin, mich informell auszutauschen. Schau dir nochmal mein Video zum Spazierengehen an. Für mich ist das eines der besten Dinge, die ihr momentan tun könnt, um euch informell und gut auszutauschen. Muss nicht ewig lang sein. 45 Minuten zusammen durch die Natur marschieren oder auch durch die Stadt marschieren, ganz egal. Sich einfach mal wieder erleben, zusammen schnaufen, sich bewegen, die Gedanken in Gang bringen. Und dann könnt ihr gerne danach im virtuellen Meeting To-Do-Listen abarbeiten, Ziele besprechen, am Flipchart arbeiten, was auch immer. Der informelle Kontakt. Dafür ist das Spazierengehen perfekt. Die zweite Idee, die ich dir mitbringe, ist das Kaffeetrinken, das virtuelle Kaffeetrinken. Also sich ganz explizit zum virtuellen Kaffee verabreden und einfach quatschen. Einfach quatschen. Wir nehmen uns eine halbe Stunde Zeit. Jeder macht sich bei sich den Kaffee und wir setzen uns zusammen in das virtuelle Meeting und quatschen einfach so. Das machen schon eine ganze Reihe Leute, aber ich glaube, es findet noch nicht genug statt. Immer wenn wir vorm Rechner sitzen, haben wir wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, naja, jetzt muss ich ja hier auch arbeiten. Nein, musst du nicht. Du kannst dich auch virtuell zum Kaffee verabreden, weil ganz ehrlich, als du noch ins Büro gegangen bist, hast du diese Zeit, ne, zwischen dem einen Meeting und dem anderen Meeting in der Kaffeeküche stehen und so weiter, die hast du da ja auch gehabt. Und die musst du dir jetzt einfach nur bewusster nehmen und eben auch in deinen Terminkalender eintragen, damit du dich mit Kollegen, mit denen du dich gerne austauschst, auch einfach mal wieder austauscht. Und das sollten gerade Leute sein, mit denen du vielleicht nicht tagtäglich und ständig zu tun hast. Also die, denen du eben auch im Büro ab und zu mal über den Weg gelaufen bist. Pflege deine Kontakte, verabrede dich zum virtuellen Kaffeetrinken. Guck wirklich nur in die Kamera, hab deine Kaffeetasse oder Teetasse dabei und arbeite nicht an spezifischen Themen. Das ist ein weiterer Weg, um das Informelle zu formalisieren. Deutlich weniger aufwendig als die ersten beiden Tipps ist mein dritter Tipp. Der lautet nämlich, pack doch was Informelles an das Formelle dran. Also, wenn ihr zum Beispiel jede Woche ein Teammeeting habt und das Teammeeting dauert in der Regel 60 Minuten, dann macht doch bitte 75 Minuten, also 15 Minuten länger. Und diese 15 Minuten länger, die verwendet ihr ganz bewusst für informellen Austausch.
Ganz, ganz wichtig, das sollte am Anfang stattfinden, nicht am Ende. Nicht so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir alles durchgeackert, jetzt können wir uns doch auch noch 15 Minuten ein bisschen austauschen. Das ist Quatsch, das funktioniert auch nicht. Fangt mit den 15 Minuten an und unterhaltet euch über etwas Arbeitsfremdes. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen artifiziell an, so wie soll denn das funktionieren? Da gibt es ein paar Tricks, damit das gut funktioniert. Trick Nummer 1, macht es in kleinen Gruppen. Eine 12er-Runde virtuell so zum Quatschen zu bringen, das funktioniert nicht. Aber das funktioniert auch im realen Leben nicht. Wenn 12 Leute an einem Konferenztisch sitzen, dann entsteht gar keine richtige Unterhaltung unter allen, dann unterhalten sich einzelne Leute. Also teilt euch auf, ideal sind 3 bis maximal 4 Personen in einer Gruppe, 2 sind auch gut und die 3 oder 4 verbringen die ersten 15 Minuten miteinander und tauschen sich aus. Und ja klar, diese 3er- und 4er-Gruppen sollten sich natürlich von Woche zu Woche neu mischen, sodass jeder mal mit jedem in so einem informellen Austausch drin hängt. In diesen kleinen 15-Minuten-Runden könnt ihr eine Impulsfrage reingeben, nicht arbeitsbezogen. Ihr könnt irgendwelche anderen Themen überlegen, die da besprochen werden. Wichtig, nicht zu groß, nicht zu sorgenvoll, aber auch nicht zu banal. Also, was habt ihr heute gefrühstückt? Wäre jetzt so eine Frage, da würde ich sagen, oh, da muss ich jetzt nicht mich 15 Minuten drüber austauschen. Aber was habe ich eigentlich in den letzten 4 Wochen über mich durch das virtuelle Arbeiten gelernt oder irgendwas anderes in der Richtung? Das können gute Fragen sein. Zur Inspiration habe ich noch eine kleine PDF-Liste zusammengestellt mit guten Fragen für diese 15-Minuten-Runden. Aber Achtung, Achtung, maximal wirklich 3 bis 4 Leute, sodass auch wirklich jeder zur Sprache kommt in diesen kleinen Runden. Eine ganz besonders gut funktionierende Intro-Runde, so eine 15-Minuten-Runde, ist übrigens die Auskotz-Runde. Die sollte allerdings nur da gemacht werden, wo generell insgesamt eine ganz gute Stimmung herrscht und wo es nicht schon total belastend und schwierig ist. Und die Auskotzrunde ist so eine Lieblingsübung von mir, die ich ganz häufig auch in Workshops mache. Die geht einfach so. 3 Personen kriegen 15 Minuten Zeit und jeder darf sich 5 Minuten auskotzen. Also darf rumjammern, oh, was alles gerade schwierig ist, was anstrengend ist, was belastend ist, was nervig ist, was doof ist. Bitte, 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 ne? Nicht die ganz dramatischen Dinge, sondern so die Alltagsbelastung. Und die anderen beiden dürfen in den 5 Minuten, in denen der oder die eine spricht, dürfen nur zustimmen. Also die dürfen nicht sagen wie, ach na ja, ist doch gar nicht so schlimm, sondern die dürfen nur so mit reinhauen. Also einer sagt, ach, es ist gerade ätzend, das Wetter nervt. Und die anderen müssen dann so, ja, hast du recht, voll bescheuert, mag ich auch nicht, macht mich schon morgens depressiv. Also so richtig gemeinschaftlich rumkotzen, so nenne ich das gerne. Das ist ziemlich lustig und wie gesagt, natürlich muss ein Team, damit das funktioniert, in relativ stabilen Verhältnissen unterwegs sein. Wenn eine Situation gerade total fragil ist, ist das keine gute Idee mit der Auskotzrunde. Aber wenn so eine normale Arbeitsatmosphäre herrscht und jeder mal so richtig vom Leder ziehen darf und die anderen so richtig mitziehen, dann ist es meistens so, dass man sich nach 15 Minuten mehrfach echt schlapp gelacht hat und gemeinsam festgestellt hat, boah, echt viele Dinge sind echt ätzend gerade. Wir können aber alle noch drüber lachen und irgendwo geht es uns am Ende des Tages auch allen noch ganz gut und es tat aber einfach mal gut, so alles auch mal loszulassen. Also zusammengefasst, es ist wichtig, den informellen Kontakt zu formalisieren, zum Beispiel durch das Spazierengehen, zum Beispiel durch den virtuellen Kaffee, zu dem du dich explizit verabredest, oder durch solche Auftaktrunden in kleiner Gruppe, die zum Beispiel 15 Minuten lang vor einer Teambesprechung oder vor einer Projektbesprechung einfach mal den informellen Austausch fördern. Dazu gibt es hier die Fragenliste, die du hier anbei findest. Und wenn du noch mehr solcher Tipps haben möchtest, dann nochmal die Erinnerung, abonniere jetzt diesen Kanal. Und wenn du noch jemand anders kennst, der auch dieses Problem hat und sagt, Mann ey, dieser persönliche Kontakt, der fehlt mir einfach mega in dieser scheiß virtuellen Zusammenarbeit, ja, dann leite doch am besten jetzt direkt noch dieses Video hier weiter. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir trotz
all dieser Distanz gute, vertraute Arbeitsbeziehungen auch im virtuellen Arbeiten.